Hola Ritti. Ja, ich bin wieder da, meine Lieben. Ja, willkommen zurück zu Feed the Beast Reloaded. Ja, mal gucken, was wir heute reisen werden. Ich hoffe mal was Gescheites, dass wir mal richtig knödeln können. Dass wir mal was richtig Gutes knödeln. So, was hatte ich denn noch vor? Ich wollte ja die, genau, erstmal Erze verwursten. Bevor ich mich dran machen kann, den Ding zu bauen. So, hier, verwursten wir erstmal alles. Ach so, da ist ja schon wieder gefühlt. Ist ja schon wieder alles gefühlt. So, hier haben wir mal den ganzen Sandcrab weg. Und machen dafür was anderes rein. Hier habe ich so viel Zeug. Was macht denn eigentlich unten der Keller? Läuft das schon rein? Läuft das schon rein? Ja, er füllt langsam. Er füllt. Das ist gut. Das ist wirklich sehr gut. Das macht Baseballbett-Kaktus, okay? Ein Baseballbett, also ein Baseballschläger in dem Fall. Da gibt es ja auch verschiedene Ausführungen. Und das ist halt die stachliche Variante. Gut. Damit möchte ich nicht auf den Dötz kriegen. Möchte ich auch keinem auf den Dötz hauen. Das muss ja nicht sein. Muss ja nicht sein. So, jetzt gucken wir mal. Ich tue mal die Knödel da. Ich mal so lange hier rein. Das tue ich jetzt auch mal hier alles zwischenlagern. Das erste. Im Moment wird es nicht gebraucht. Aber bald werde ich es wieder rausholen. Bald. Bald schon, meine Kinder. Jetzt wird erstmal nur ganz langweilig Erz verwurstet. So, hier Yellowrit. Also Uran, das bleibt drin. Ich habe hier sonst nichts zu tun. Aber jetzt muss ich erstmal gucken, wie viel Eisen habe ich denn eigentlich? Naja, über 2 Stacks. Das ist auf jeden Fall schon mal ein gutes Zeichen. Und aus den 2 Stacks da... Warte mal, nee, ich habe hier die Kiste komplett leer gemacht. War die ja schon weg. Ich habe gedacht, die steht noch da, aber da hatte ich sie schon letzte Session noch weggerupft. Da hatte ich sie schon weggerupft. Und dann war sie nicht verschnupft. Nee. Ich übertreib's mal wieder. So, jetzt hauen wir mal das hier rein. Sind die Speedknödel. Hier. Lass mal alles mal schön schneller laufen. So, jetzt haben wir hier Crushed Yellorium. Und machen wir mal das nächste. Jetzt haben wir hier Industrial Craft und Forestry. Die sind. Das ist doch schon richtig heiße Ware. Feinste heiße Ware. So, und das tun wir mal in die Waschmaschine. Wird das gleich geputzt. Ui, da haben wir schon 10. Ein bisschen. Können wir das auch gleich hier rein tun. Jetzt hatte ich mal wenigstens was zu tun. Und hier könnte ich noch mehr Coils reinpacken. Da würde das noch ein bisschen schneller laufen, glaube ich. Bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Wir können es aber mal testen. Man könnte es testen. Im Endeffekt geht hier nichts kaputt. Im Endeffekt geht hier nichts kaputt. Gucken wir mal. Also ich nehme hier mal hier noch weitere 4 Coils. Richtig schöne Dingeling-Coils. Und hier machen wir einfach mal das drum. Wie war denn das? So. Und so. Gut. Geht. Bip, 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 bip. So, jetzt haben wir die mal da rein. Das sollte das ja auch gleich noch ein bisschen stärker gehen. So. Ja, guck mal, wie das abzischt. Guck mal, wie das abzischt. Das ist eine Pracht. Ich hoffe nur Waste Collection Progress. Da kommt wieder Fertilizer raus. Richtig schön, feinstes AA. Biomassezelle. Das ist doch geil. So richtig geil. Und da kommt Biogas und das Biogas. Ja, und der Jetpack ist schon wieder voll. Was willst du mehr hier? Was willst du mehr? So, das raus. Und das kann dafür dann schon in die Waschmaschine. So, das raus. Und das rein, genau. Den Draht durch wieder weg. Dass er nicht stört. Zip. Was ist denn jetzt? Habe ich schon keinen Saft mehr? Nee. Ich habe schon gedacht, ich hätte keinen Saft mehr.
Das wäre etwas komisch gewesen. Das wäre ein bisschen komisch gewesen. Oh, immer schön rein damit. Kupfer haben wir auch recht viel. Industrial Craft und auch wieder Forestry ein bisschen. Boah, da läppert sich auf jeden Fall schön zusammen. Das gar nicht, hatte ich für Traincraft, für Railcraft, ich glaube, das hatte ich ausgestellt. Wollte es ja nicht übertreiben, was die Erze angeht. Oder hatte ich sie drin gelassen? Ah, ich weiß gar nicht mehr. Was ist das? Ein Steak. Ist aber kein Steak. Ein Steak. I click on a rolling stock to enter attaching mode. Click a few times to reset links. Then you can ride and click on a locomotive to set mode. Can't pull? Can be pull. Interessant, also hat es irgendwas mit, ja gut, steht auch dran, Traincraft. Rolling Tray, achso, das ist ein Rollwagen. Das ist auch geil. Mit den Büchereien oder so wird das auch immer benutzt. Coupler-Track. Okay, also Kupplungsknolle. Und hier halt die Rolling Machine. Mean Bean Knolling Machine, yeah. Oh, ist schon wieder voll. Wir geben mal Gas hier. Yeah. Dass das rührt. Muss ja gehen. Und hier pumpt es noch schön fleißig raus. Ich gehe mal davon aus, dass es nicht leckt. Nee, es leckt im Moment nicht. Dann ist ja recht. Dann ist das rechtens. Ich könnte ja, wenn ich faul wäre, könnte ich alles so in den Ofen schmeißen. Warte mal. Mann, was ist denn hier alles drin? Das ist ja irre. Das ist echt irre. So, hier, warte mal, dann hauen wir das auch gleich hier noch dazu. So, glack. Das wird dann sowieso bei der Ding wieder Pause machen. Und diese Stäubchen, die haue ich mir hier in die Glackelkiste rein, da. Black, black, blub. So, und Stone Dust, das ist wieder so Krabbes. Oh, hier ist Copper Dust. Das könnte ich schon in den Ofen reinhauen, könnte es verwursten. So, hauen wir das schon mal rein. So, das raus. Ja, Saft haben wir noch genug. Das wird noch eine Zeit lang reichen. So. Ja, wie sieht's aus? Gut. Einmal fertiggestellt. Zum Glück geht das schneller als früher. Bin ich sehr froh, dass das schneller geht als früher. So, jetzt kommt das noch. Dann kann ich schon den nächsten Stack hier wieder reinballern. Ah, es läppert sich, meine Lieben. Und es ist schon wieder dunkel beim Onkel. Gut, machen wir wieder hell. Dann müssen wir wieder Strom kriegen. Dann wieder ein bisschen Strom. So, Knolatius. So, wo hatte ich denn jetzt das Zeug rein hier? Den Stone Dust. Da unten, glaube ich, ne? Jo. Gut. Lassen wir das auch mal wieder ein bisschen sortieren. Und hier kommen wieder die Züppels rein. Und hier die Barren, die kommen hier rein. Ist doch nicht schlecht. Ist ja nicht schlecht. Da haben wir schon ein bisschen Stahl. Das will ich aber nicht verwursten. Das will ich noch ein bisschen drin lassen. So, was haben wir hier? Feinstes Yellorium. Sieht das nicht schön aus? Es sieht schön aus. So, ich wollte mal einen Abgleich machen von den Texturen für das Ding hier. Aber ich glaube, die haben nicht angeschlagen, oder? Die sehen noch beschissen aus. Ja, die sehen noch recht bescheiden aus. Da haben die Chiselteile nicht funktioniert. Beziehungsweise, nee, für das Ding gab es noch keine Textur. Da hat sich noch keiner ans Werk gemacht, um eine zu malen. Das war ein bisschen schade. Das war ein bisschen schade. Da hat sich noch keiner ans Werk gemacht, eine zu machen. Und selber weiß ich nicht, ob man in einem bestehenden Texture-Pack dem das so beibringen kann, dass er die, wenn ich selbst eins malen würde, dass er das dann entsprechend auch akzeptiert. Aber ich glaube nicht, dass er das macht. So, nehmen wir das Gold. Als nächstes. Und hier, das brauche ich ja eh noch.
Das brauche ich. So, hier wieder raus. Dann können wir hier mal richtig rödeln. So, haben wir hier wieder Abfallprodukte. Ja, und natürlich. Ach, ja. So, und hier. Wunderbar. Ist echt wunderbar. So sparsam wie das ist mit diesen Zellen, ne? Aber geil. So, hier ist das Gold. Haben wir als nächstes mal hier das Blei rein. Das Lied. Ist ja auch feinste Eisenware. Ne? Ist ja auch schön gewurstet werden. So, und hier haben wir noch Nuggets. Kupfer-Nugget, Gold-Nuggets, Eisen-Nuggets, Lead-Nuggets, da können Sie sogar einen Barren draus machen, wenn ich will. Und hier auch ein bisschen Sulfur-Dust, ist auch nicht verkehrt. Sulfur-Dust, Kupferstaub, oh, guckt euch das mal an. Feinster, heißer Stoff. Ich wünschte, da könnte man noch mehr Speed anlegen, aber da kommt hier das Pumpensystem nicht mehr nach. Da werden die Pipes zu lahm. Egal, ob ich da jetzt mit goldenen dran gehen würde oder nicht. Es käme nicht mehr nach. Ich habe es mal getestet. Dutzendweise getestet in unterschiedlichsten Konfigurationen. Es lässt es einfach nicht zu. Es lässt es einfach nicht zu. So. Das kann weg. Jetzt kommt das rein. So. Und das Zinn kann jetzt auch schon gewaschen werden. Aber ich glaube, das ist immer noch nicht fertig. Da kann ich ja maximal, glaube ich, 4 oder Stufe 5 dran machen. Je nachdem, wie viel Speed bzw. wie viel Saft gerade anliegt. Und ich denke, wenn ich da ein paar tausend EU durchjagen würde, ne, dann würde der bestimmt auch noch ein bisschen schneller gehen. Das würde dann bestimmt auch noch ein bisschen schneller gehen, weil die Thermalzentrifuge ist eines der Teile, die wirklich am meisten fressen. Nebst Massefabrikator und Co. So, was machen wir jetzt? Machen wir hier mal den. Halt, den will ich jetzt nicht da reinballern. So, hier. So, und jetzt können wir hier mal. Black. So, und heiß ist er noch. Also, es reicht. Es reicht wunderbar. Und das hier Lorium. Können wir hier. Black. Achso, das ist jetzt. Jetzt hier kein Platz mehr. Oder was? Dash. Scheibengleis, was machen hier das Sulfur? Dust. Und das mit hier rein. Nee, das dürfte nicht rein. Ich muss hier doch mal wieder umkrempeln, den ganzen Kram da. Einfach die Scheidenstellen. Ist echt bescheiden hier. So, weg, weg, weg. So, und jetzt haben wir hier wieder Stone Dust. Stone Dust ohne Gnade. Das brauche ich dann später wieder für CF. Für Construction Foam oder beziehungsweise Sprühbeton. Wie man es im deutschen Jargon nennen würde. Muss ja auch einiges gemacht werden hier. So, Crushed Lead. Das ist noch nicht gereinigt. Hauen wir es rein. Hauen wir es rein, meine Lieben. So, und jetzt beginnt hier wirklich eine lange Strecke. Na ja, gut. Einmal. Könnt ihr mal versuchen, noch ein bisschen mehr Speed drauf zu geben, ne? Aber dazu müsste ich erstmal Speed-Upgrades machen. Wie ging das? Speed. Was? Meinst du viel? Ui. Sind die Loks? Schau mal an, was die an, wie schnell die laufen. 350 Meilen pro Stunde. Das ist ein Dampflok. Hier vorne ist 600 Meilen pro Stunde. Ich glaube, irgendwie ist das ein bisschen übertrieben, oder? MHP, das ist Power. Das ist Power, das ist ja quasi der Stromverbrauch. Ein Ding MHP, habe ich auch noch nie gehört. 45 Sachen, 70 Sachen. Highspeed Car, 20 Tonnen. Hier ist die Lok. Ja, hier Highspeed-Lokomotive. Das gleicht dem ICE 237 Sachen. Ja, ist schon ganz angenehmes Speed. Aber 280 wäre mir persönlich sogar lieber. Oder 300. Aber im Moment, ich glaube nicht, dass wir in Deutschland eine reguläre Reisestrecke haben,
wo eine Geschwindigkeit, glaube ich, jenseits von 260 oder 270 geht. Da müsste ich mal einen Experten befragen, ob wir eine Reiseroute haben in Deutschland, wo man entsprechende Speed benutzen kann. Hier VL10, 150 sagen, das ist auch schon recht nett. Das ist so die bisschen mehr über die Richtgeschwindigkeit von der Autobahn. So hier, was haben wir hier, 129, 80 sagen, das ist ein Diesel. Ein Diesel, das ist Dampf. Elektrisch, 55 sagen, also das ist mehr wie so eine kleine Spielzeugeisenbahn. Das ist so eine Trambahn, kannst du dann sagen. Ja, steht auch da, Tram. Kartrolle. Okay. Das ist also so ein, also eine kleine Zuglok zum Rangieren. Wahrscheinlich eher. Dann hier Dampflok und was sind das? Scherpanow. Auch Dampfknolle. Also wir haben hier wirklich feinste, heiße Ware. Guckt euch das mal an hier. GP7, das US-Standard. Und hier ist alles möglich gemacht. Adlerlok, Schande. Oh, das wird so schön. Das wird so schön. So, gut. Jetzt gucken wir mal hier. Upgrade. Oberglocke-Upgrade. Okay. Dann brauche ich jetzt diese Kohlenzellen wieder. Dann brauche ich wieder Zinnplatten und Kohlenzelle. Und die Kohlenzelle wird hergestellt aus dem Bottler. Und wie kriege ich das Kohlend her? Ja, wie kriege ich denn das nochmal her? Ah, ich weiß wie. Ich weiß wie. Und ich wünschte, das müsste nicht sein. Dafür brauche ich jetzt die Dingmaschine hier. Die da. Und da ist auch noch, ja, genau. Darf ich da wieder reinfüllen? So, wo habe ich Zellen? Wo habe ich noch Zellen? Das sind Wasserzellen, die brauche ich nicht. Dafür brauche ich jetzt hier Lapis. Hier habe ich auch noch ein bisschen Lapis drin. Ne, warte mal, aber das reicht nicht. Das reicht nicht aus. Ich brauche ja 8 Staub für eine Zelle. Wenn ich mich nicht verrechnet habe. Das heißt, um 3 Zellen, da brauche ich dann 24. So, genau. So, und da will ich jetzt hier noch... Machen wir hier für 2 Knödel. Oder obwohl, ne, machen wir auch nochmal 3. So, das geht. Das geht. Dann mischen wir das alles schön zusammen, beziehungsweise verraspeln das jetzt gleich. Dann können wir hier noch ein paar Speed-Upgrades reinrödeln. Muss ja sein. Das muss ja sein. So, geben wir Gas. Geben wir Gas, yeah. Das läuft. So, hier, dann haben wir das Purified Gold Erz rein. Und die Maschine kann wieder rödeln. Und hier, das ist fertig. Da haue ich jetzt als nächstes mal das Kleine hier rein. Das wird dann auch entsprechend wieder rödeln. So, hier, Staub wieder weg. Stone Dust weg. Das ist Zinnstaub. Den kann ich schon in den Ofen schmeißen. Mache ich das gleich mal. Black. So, und das Ding rührt. Das braucht ein bisschen, bis es erhitzt. Aber habe ich keinen Schmerz mit. Habe ich absolut keinen Schmerz mit. So, hier, das habe ich noch dazu. Lalalalalala. Oh, ich craft jetzt hier mal schön. Damit die Base richtig mal schön weggeflutscht. Genau. Habe ich schon erzählt, ich bin ja auch ab und zu mal, ganz selten, bin ich auch in Star Trek Online unterwegs. Auf Föderationsseite mit der USS Flutschi. Unter anderem. Bin ich mit der Flutschi unterwegs. Und auf Klingonenseite, warte mal, wie hieß denn da das Teil? Die IKS Fluutsch. Genau, die Fluutsch. Die Fluutsch. Da hielt ich den Namen eigentlich so für eines Klingonen würdig. Aber Föderation gefällt mir ein bisschen besser. Das Dumme ist nur, was ich momentan ein bisschen kritisch finde. Das liegt wahrscheinlich auch daran, weil mein Schiff ziemlich scheiße geskillt ist und die ganzen Subskills, was da alles gibt. Die haben ja das ganze System richtig wieder überarbeitet. Dasselbe haben sie in MechWarrior jetzt auch gemacht. MechWarrior Online haben sie auch die Skills überarbeitet. Was ich persönlich auch ein bisschen schade finde. Und halt, ne, was muss ich hier rein?
So, jetzt probieren wir es mal. Worum es geht. So, raus damit. So. Jetzt gucken wir mal. Er läuft. Ja. Wir kriegen Kohlenzells zustande. Wir kriegen tatsächlich Kohlenzells zustande. So, hier habe ich noch Zellen. Da haue ich mir hier die Hälfte noch mit rein, dass es nicht leer wird. So, blam. Immer schön weiter. So, das ist gemahlen. Das haue ich jetzt auch noch mit rein. Blam, blam. Wunderbar. Und jetzt kann es schön rödeln. Da stört es auch nicht. Zinn ist fertig. So, und jetzt haben wir schon was. Ja, gut, es rödelt noch. Das wird noch ein bisschen brauchen. Jetzt brauche ich aber gewalzten Zinn, ne? Silberlied. Ja. Ach, weißt du was? Ich habe mal die Platten rein, oder? Ne, das reicht aber nicht ganz. Ich mache hier mal 24. Ne, das reicht auch nicht. Da brauche ich nochmal 12 dazu. So. 36. Die tun wir hier mit rein. Black. Und go. Das aber brauche ich immer ein bisschen was im Hinterkopf. Ist ja auf jeden Fall noch sehr viel zu tun. So, das räume ich auch gleich weg. Könnte ich eigentlich auch in den Keller schicken. Dann stört es auch nicht groß. So, wie sieht's aus? Keller wird immer noch befüllt. Geht immer noch ordentlich rein, gehe ich mal davon aus. Cobblestone wird auch noch reingefüllt. Will ich jetzt gar nicht bestätigen. Was füllt er denn im Moment rein? Ja doch, da kommt Koppel. Und er läuft rein, ohne Probleme. Er läuft nicht zurück, er läuft rein. Es ist ein goldenes Teil, es müsste aber noch mehr reingehen. Es müsste noch mehr reingehen. Weil pro Teil heißt ja nicht umsonst 2560. Also wo geht er rein? Wo geht der Koppel rein? Oder hat er sich jetzt hier ein Feld rausgesucht? Das ist aber nicht richtig. Nee, hat er nicht. Hat er erstaunlicherweise nicht. Ja, wo schießt er es rein? Wo schießt er den Crap rein? Na, da hinten hat man doch noch Cobblestone, oder? Ach, den macht er erst voll. Manchmal verstehe ich die Sortierweise nie. Ich verstehe das manchmal nicht. Ist immer ein bisschen komisch. Aber solange er reinfüllt, dann mache ich mir keine Sorgen darum. So, da ist nichts mehr drin. Da ist auch nichts mehr drin. Hier war was drin, das ist durchgelaufen. Und dann nehmen wir jetzt das da rein. Also schönstes, feinstes Blei. Aber nicht essen. Blei ist giftig. Ist nicht gesund. Ist nicht gesund. Absolut nicht gesund. So, jetzt haben wir hier noch schmutziges Erz. Und hier haben wir auch noch was rein. Wunderbar. So, wie viel Saft haben wir noch? Oh, wird langsam knappig. Wir haben schon wieder dunkel. Wir haben schon wieder dunkel. Ja, ich weiß, es sieht ein bisschen öde aus, aber muss halt sein. Muss halt sein. So, das ist fertig. 9 Stück sind fertig. Das heißt jetzt für mich 3 Speed-Knödel kann ich jetzt damit craften. So, weißt du was, ich hol jetzt mal hier die Dinger raus und hau die dafür mal schnell rein. So, die Walzer jetzt etwas schneller. Dann könnte ich hier für die Verwurstung dann den Dreierknödel reinmachen, aber das frisst halt sau viel Strom. Oder hau ich es lieber hier rein? Ich weiß es noch nicht. Ich weiß es noch nicht. So.